So, herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Runes of Magic. Ja, ich muss mich erstmal reinfinden, was zu tun ist. Aber erstmal war ich mal die Questen, die ich hier noch habe. Aufgeben, aufgeben, aufgeben. So. Mache ich neue Questen. Mal gucken, welche da drüben waren ja noch mal ein paar Questen. Ja, da muss ich noch mal gucken bei ihr. Laurana, die mache ich später. Da gucke ich mich erstmal später um. So. Nein, ich will nicht keine Eindringlinge vernichten. So, hier sind ein paar Questen offen. Mal gucken, was für Questen. Wildschweine. Räudige Schweine. Angriff auf die Karawanen. Derek ist verschwunden. Nee, ich will jetzt nur ein paar Sonne-Questen machen. Nein. Gut, dann hat er hier meine Questen. Schwarzer Keiler. Stauer, Stauer. Ach du Ali, Mann. Hau ihn weg. Hau ihn weg. Hau ihn weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum bin ich so langsam? Hau ihn weg. Hau ihn weg. Ja, also das ist gut. Das Boss schwarzer Keilerboss. Nee. Räudige Schweine. Helf Jakob den Landarbeitern auf Peershof, indem er 10 räudige Schweine. Mutiert, boah, sehen die aus mutiert. Also die sehen aus wie mutiert. Also auf jeden Fall die Waffe setze ich wieder rein, was ist mir sonst? Ja, einen habe ich schon mal. Was kriege ich denn? So, ach, ich setze mich mal ein bisschen hin. Stufe 4, Voraussetzung Stufe 11. Hier. Was sind denn hier räudige Schweine? Die müssen denn hier irgendwo sein, ne? Muss ich schon wieder den Bogen hier reinbauen? Was denn? Ach so, ich wollte schon gerade sagen, warum klappt das denn gerade nicht? So geht's natürlich, wie ich das mache. Sag mal, warum greifst du mich jetzt an? Ich habe dir nichts getan. Greif mich nicht an. Sonst wirst du das gleiche spielen wie er. So. So, ich brauche noch ein paar mutierte. Du heilige Neune, wie viele mutierte Wölfe sind denn hier?
Und räudige Schweine auch noch, na super. Ich hab mir, glaube ich, hier den Jackpot angefangen. Also gegen drei kann ich hier mich aber nicht behaupten, Leute. Gegen mehrere kann ich aber jetzt nicht kämpfen. Ey, das ist unfair, Leute. Die sind ja unfair, die Mistviecher. Entschuldigung für diese Wortwahl, aber ist doch wirklich unfair. Denn so viele kann ich doch nie im Leben bestehen. Jetzt muss ich leider so kämpfen, sonst klappt das nicht. Gott, bitte, bitte. Nein! Kann das denn wahr sein? Ja, tut mir leid, aber ich konnte die jetzt gerade nicht aufhalten. Die waren ein bisschen zu viele. Ich muss gerade meine Festung ein bisschen, meine Waffen also ein bisschen besser ausbauen. Bin mal kurz in Varanas unterwegs, also jetzt nicht sagen, warum bin ich wieder in Varanas? So, bring mich zur Klassenhalle, ich möchte woanders hin. Westen von Varanas. Müsste es sein. Naja, ist richtig. Nein, hier. Nein, ich bin falsche Seite. Ich muss Osten. Osten? Da ist der kleine Bandenkrieg. Ich will in die Oststadt. Kannst du mich da hinbringen? Danke. Ah, sogar direkt da, wo ich hin wollte. Waffenladen da oben. Was zum Waffenladen mal kurz. Meine Güte, jetzt muss ich hier rumtuckern. Ach, da ist er, der Waffenladen. Ich will was verkaufen. Was habe ich denn zu verkaufen? Gerade gar nichts. Ist auch mal super. Ja, dann kann ich auch nichts kaufen. So, was hast du denn für mich Hübsches da in der Warenhalle? So, ab Stufe 15. Kurzaxt. Gut, die Axt habe ich jetzt. Gut, das ist schon mal schön. Weil ich brauche... Ah nee, ich wollte ja noch ein bisschen reparieren. Aber... Kurzaxt, Voraussetzung Stufe, Stufe 13.
Wieso ist die Axt rot? Sag mir nicht, ich konnte die mir nicht kaufen. Okay. Okay, dann muss ich sie verkaufen gehen. Schade eigentlich. Ich dachte, jetzt könnte ich die mehr kaufen. Siebenundsechzig Schaden. Wie viel macht denn meiner? Wo kann ich das sehen? Ach ja, hier. Meiner macht in der Zeit 65 K, der macht 67. Schaden pro Sekunde 30. Der ist besser, macht in der Sekunde 26. Die ist besser. Gut. Danke, danke. Und jetzt wollte ich nur noch meine Waffen noch mal verbessern lassen. Gut. Ja. Gut. Jetzt muss ich wieder zurück.